Es gibt Krankheiten, meine Damen und Herren, die kriegen kein Sprachrohr. Die sind so selten, die sind aber so schlimm. Und ich weiß nicht, warum die Medien diese Krankheiten, diese wahnsinnig schrecklichen Dinge so außer Acht lassen. Ich möchte euch eins zeigen. Wir haben eine Matz gedreht mit einer Person, die an folgender Krankheit leidet. Trübe Sicht, späte Reaktion, mangelnde Koordination. Sowohl für Betroffene als auch für Außenstehende ist das Phänomen schwer zu deuten. Weltweit ist eine Anzahl der Bevölkerung mit diesem Symptom vertraut. Das fing so vor 10 Jahren an, als ich so die ersten Erscheinungen gemerkt. Es fing ein bisschen an zu laggen und da bin ich dann zum Arzt gegangen und da war dann auch schnell klar, dass ich wohl nicht richtig gerendert bin. Trotz technologischem Fortschritt gibt es immer noch Menschen in unserer Gesellschaft, die nicht gerendert sind. Doch wie ist es im 21. Jahrhundert möglich? Und wie lebt es sich mit diesem Krankheitsbild? Ralf ist heute hier und erzählt euch noch ein bisschen mehr über seine Krankheit und wie er damit lebt. Ralf, meine Damen und Herren. Hast du's? Wir müssen den Track kürzer schneiden. Nächstes Mal. So, Ralf. Spacko. Sag mal, kommt das oft vor, dass Leute dich auf der Straße oft ansprechen und die dann irgendwie das ganz komisch finden oder so? Ich meine, das ist eine seltene Krankheit, ne? Ja, ich meine, die haben mir das jetzt ja auch nicht ausgesucht. Und ich meine, ich wäre jetzt auch lieber gerendert. Ja, die Leute sprechen mich schon zwischendurch drauf an. Oh. Wie ist das denn so? Sag mal, wie kam das alles? Also du hast gerade gesagt in der Matz, dass du vor 10 Jahren deinen ersten Lag verspürt hast und seitdem es immer schlimmer wurde und du jetzt mittlerweile schon mal im Viertel bist vom Render. Können die Ärzte da nichts machen, dass sie irgendwie RAM austauschen oder so? Ja, also die haben immer nur gesagt, dass ich noch 10.000 Stunden rendern muss. Und also du wirst es auch wahrscheinlich, du wirst in deinem Leben auch nicht gerendert werden jetzt. Also dass du dann irgendwann auch ein gerendertes Leben führen kannst in kurzer Zeit. Also unheilbar ist die Diagnose. Wir haben schon alles versucht, die Nulltaste, die Enter-Taste. Nichts hat funktioniert, nichts hat nicht. Das ist ansteckend? Man weiß das nicht. Ralf, meine Damen und Herren. So. Sehr witzig, der Ralf. Armer Junge.